so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. Seid gegrüßt, liebe Architekten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In meinem Video Zirkelbass Basics habe ich euch versprochen, euch zu zeigen, wie ihr eine Base mit 48 Fundamenten Umfang baut. Und ja, endlich ist es soweit. Hier ist das Video. Zuallererst muss ich aber noch sagen, es tut mir leid, dass das jetzt manchmal nicht ganz synchron ist. Und zwar liegt es daran, dass während der Aufnahme meine Stimme nicht aufgenommen wurde und der Ingame-Sound leider auch nicht. Ich hoffe, es geht trotzdem. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr alles für Materialien benötigt, um diese Zirkelbase zu bauen. Die blende ich euch hier eben ein. Und zwar benötigt ihr für die Zirkelbase 97 Wooden Pillar, 49 Thatch Ceilings, 97 Wooden Stairs, 6 Wooden Triangle Foundations, 4 bis 5 Wooden Ceilings, 24 Stone Fence Foundations, 120 Metal Fence Foundations, 6 Wooden Fence Foundations, 3 Metal Pipes, 205 Stone Foundations. Rechnet ruhig so circa 5 bis 10 Stück mehr ein, dann seid ihr auf der sicheren Seite und damit solltet ihr dann auskommen. Aber jetzt genug mit dem Gequatsche, jetzt starten wir und als allererstes setzen wir uns einen Wooden Pillar dort, wo wir ihn hinhaben wollen. Und genau darüber kommt eine Thatch Ceiling, eine Wooden Stairs und eine Wooden Foundation in Triangelformat. Ja, den Rest, den haue ich euch im Zeitraffer rein. Das ganze Prozedere kennt ihr. Bis gleich. Und wenn wir das soweit fertiggestellt haben, sieht es aus wie in meinem Video Basics. Ja, Link stecke ich euch oben rechts rein, könnt ihr euch nochmal anschauen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Der sorgt dafür, dass wir letztendlich dann nachher auf 48 Fundamente kommen können. Und zwar brauchen wir jetzt die Metall Fence Foundations. Die stecken wir hier jetzt ran. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir die flache Version von dem Basic nehmen müssen. Ja, schaut euch das ruhig an. Ich hau euch wieder einen Zeitraffer rein und wir sehen uns gleich. Und wenn ihr das soweit erledigt habt, müsst ihr jetzt als nächstes dahergehen und an jede Metal Fence Foundation, die ihr gesetzt habt, nochmal jeweils eine wieder ransetzen. Das benötigen wir später, um damit weiterarbeiten zu können, denn wir brauchen das zur ungefähren Peilung, da wir nachher noch einmal ein bisschen freihand Metal Fence Foundations setzen müssen. Um jetzt mit dem nächsten Schritt anfangen zu können, müssen wir den ganzen Kram in der Mitte erstmal abreißen. Und zwar das Basic und die ersten Metal Fence Foundations. Und ja, wer hätte das gedacht? Natürlich haue ich euch das wieder im Zeitraffer rein. Und wenn wir fertig sind, sollte das Ganze einmal so aussehen. Und im nächsten Schritt werden wir jetzt Wooden Fence Foundations über Kreuz setzen. Und zwar nutzen wir jeweils einen so einen Spalt, lassen einen aus und setzen da wieder welche. Und das Ganze machen wir dann halt dreimal. Mehr benötigen wir nicht. Damit können wir nachher die ganze Fläche ausfüllen. Jetzt setzen wir hier Metallrohre in der Mitte des Kreuzes. Und wenn wir das gemacht haben,
bei allen dreien, dann müssen wir lediglich die Wooden Fence Foundations wieder abreißen und können schon zum nächsten Schritt übergehen. Jetzt kommt der Schritt, der am kompliziertesten ist. Und zwar werden wir hier jetzt wieder Metal Fence Foundations nutzen und müssen gucken, dass wir sie mittig auf die gegenüberliegende Seite bekommen. Dafür nutzen wir das Rohr, um die Mitte so ein bisschen auszupeilen. Hier ist jetzt an der Stelle ein bisschen schwierig, weil das Gras die Fence Foundations ein bisschen verdeckt. Aber das lässt sich trotzdem machen. Jetzt, ja, wie gesagt, ein bisschen die Mitte auspeilen. Dann laufen wir rüber und gucken nach, inwieweit wir die Mitte getroffen haben. Wenn das nicht ganz hingehauen hat, gehen wir zurück und peilen das Ganze halt nochmal ein bisschen ab. Nutzt ruhig, um die Fence Foundations zu platzieren, beziehungsweise um das Ganze ein bisschen auszuloten, die Orbit-Kamera mit K. Und wenn ihr die Fence Foundation noch näher an euch ranholen müsst, dann drückt ruhig, so wie hier jetzt zu sehen, die Pfeiltaste nach unten. Dann wird, ohne dass es seitlich verschoben wird, die Fence Foundation an euch rangeholt. Seht zu, dass ihr jetzt hier in etwa so eine gleichbleibende Linie bildet, sodass es wirklich, wirklich im Kreis einmal ringsherum läuft und dass da quasi so eine ununterbrochene Linie der Kanten von den Fence Foundations entsteht. Und wenn ihr euch sicher seid, dass ihr soweit jetzt die richtige Position für das Fundament gefunden habt, dann platziert ist und dann könnt ihr schon zu den nächsten beiden übergehen. Wie gesagt, das Ganze muss dreimal passieren und ich würde sagen, das knalle ich euch jetzt einfach hier wieder in Zeitraffer rein. Lasst euch ruhig Zeit, damit das auch wirklich sauber wird. Und so sollte das Ganze aussehen, wenn ihr fertig seid. Jetzt werden wir an diese drei Fence Foundations, die wir gesetzt haben, bis zur gegenüberliegenden Seite jeweils Linien ziehen aus Fence Foundations. Und vorher ist es leider nicht zu kontrollieren, ob wir sauber gearbeitet haben. Das werden wir nämlich jetzt in diesem Schritt erst sehen. Deswegen lasst die Rohre ruhig noch da, wo sie sind. Dann könnt ihr gegebenenfalls nochmal Korrekturen anstellen. Nehmt ruhig jeden Winkel, wo eine Fence Foundation angesnappt werden kann und setzt sie komplett rüber bis zur gegenüberliegenden Seite. Vergesst dabei keinen. Ich habe hier jetzt beispielsweise das Problem gehabt, ich habe leider eine Linie vergessen und muss das gleich noch einmal ganz kurz korrigieren. Und das Ganze machen wir mit allen dreien Fence Foundations, die wir gerade durch die Rohre gesetzt haben. Und wenn wir damit soweit fertig sind, dann können wir zum nächsten Schritt übergehen. Aber hier wieder ein kleiner Zeitraffer. Und genauso sollte das Ganze aussehen, wenn ihr fertig seid. Jetzt werden wir hier Wundenpiller setzen und zwar an jede Fence Foundation ans Ende. Und das Ganze machen wir zweimal. Einmal diese Reihe und darüber nochmal eine Reihe. Und ich mag das Wort schon gar nicht mal aussprechen. Zeitraffer. Mit dem letzten Pillar können wir sehen, wie sauber wir gearbeitet haben. Ja, die Strukturbildung ermöglicht uns jetzt zu sehen, dass wir tatsächlich wohl alles richtig gemacht haben. Und sieht schon sehr sauber aus. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch zum nächsten Schritt über. Und zwar wäre das jetzt, dass wir Thatch Ceilings auf die Pillar setzen und einmal ringsherum. Und ich würde sagen,
Ab geht's. Ja, so langsam nimmt das Ganze doch Gestalt an und sieht auch super aus. Dann können wir auch direkt mit dem nächsten Schritt weitermachen. Und zwar werden wir jetzt hier an die Ceilings jeweils eine Reihe Wooden Stairs setzen. Und das Ganze machen wir da drunter dann noch einmal und können dann zum finalen Schritt übergehen. Ja, soweit so gut. Das Ganze hat jetzt natürlich ein bisschen was vom Kolosseum. Ist es natürlich nicht. Aber mit den Stairs haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir den ersten Grundstein für die Circle Base setzen. Jetzt setzen wir die Stone Foundations einmal Reihe um und wenn wir damit fertig sind, sehen wir uns gleich wieder. Ja, wenn wir das erledigt haben, kommt der nächste Schritt und das wäre das Abreißen aller Sachen, die sich in diesem Steinzirkel befinden. Dazu zählen die Fence Foundations, die Pillar, die Stairs und die Thatch Ceilings. Und ja, ich würde sagen, damit starten wir jetzt direkt einmal und sehen uns gleich wieder. Ja, der erste Steinzirkel ist fertig und den nächsten Schritt, den könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ich werde es tun, weil das gibt dem Ganzen nochmal eine viel, viel saubere Oberfläche und wirkt dann deutlich runder. Jetzt aktuell sieht es aus wie eine Kreissäge und ja, wie gesagt, ihr könnt diesen Schritt definitiv überspringen, wenn ihr wollt. So, ja, also wie gesagt, ich finde diese Oberflächenstruktur finde ich jetzt deutlich hübscher und wir können auch direkt zum nächsten Schritt übergehen und zwar füllen wir jetzt den Zirkel. Jetzt werden wir an jedes Fundament, was wir gesetzt haben, nochmal ein weiteres Fundament ransetzen. Das Ganze machen wir ringsherum und das Ganze sogar zweimal und danach müssen wir die Reihenfolge einmal unterbrechen. Ansonsten kommen wir nachher mit dem Winkel der Fundamente ein bisschen zu spitz rüber. Und das erkläre ich euch aber gleich noch einmal. Also ich finde, optisch sind wir sehr gut klargekommen und haben alles soweit richtig gemacht. Jetzt geht es darum, dass wir den Kreis weiterfüllen. Und wir müssen jetzt die Reihenfolge der Fundamente einmal unterbrechen. Und zwar setzen wir nicht an jedes Fundament jetzt einen ran, sondern an jedes zweite. Das liegt daran, dass wir sonst mit dem Winkel nachher zu spitz kommen und die Fundamente sich gegenseitig zerstören würden. Deswegen machen wir das jetzt einmal so. So, und nun geht es darum, dass wir die Reihenfolge mit einer weiteren Reihe nochmal unterbrechen müssen. Also jedes zweite Fundament bekommt ein Fundament rangesetzt. Und das machen wir auch wieder einmal ringsherum. Aber man kann ja auch sehen, der Winkel ist ziemlich spitz geworden und daher diese Unterbrechung. Jetzt kommt der letzte Stein noch drauf und wir sind mit der Plattform für unsere Circle Base soweit fertig. Ich finde, das lässt viele Möglichkeiten für neue Projekte oder auch für neue Basen offen und ich find's einfach nicht schlecht. Ja, und jetzt können wir eigentlich noch einmal einen Gegentest machen, wie sauber wir gearbeitet haben. Dazu nehmen wir uns einfach mal Gewächshaus
Wände und die können wir mal eben ransetzen und sehen am Überlappen, wie sauber wir gearbeitet haben. Und ich finde, das ist immer eine schöne Möglichkeit, um das genau zu betrachten. Diese Wiederholung, die kann man damit am besten sehen. Ja, und jetzt sehen wir hier gleich, das ist zwar nicht hundertprozentig gleichmäßig, hier zum Beispiel ist ein bisschen größer, dort wieder ein bisschen kleiner, wieder größer, ein bisschen kleiner, aber es wiederholt sich und gibt dementsprechend dann halt eine Routine in das Ganze. Und ich finde, wir haben schön sauber gearbeitet, es wirkt auch alles gleichmäßig und ja. Damit könnt ihr jetzt definitiv eine richtig, richtig geile Base bauen. Es ist natürlich möglich, das Ganze nochmal zu erweitern und dann auf 96 Fundamente zu gehen. Aber die ebene Fläche, die wir dafür bräuchten, die wäre zu immens. Also vielleicht gibt es so eine Fläche. Ich kann ja nochmal schauen, ob ich das vielleicht irgendwie hinkriege. Versprechen tue ich das aber nicht. Aber ihr habt hier, wie versprochen, 48 Fundamente. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Liken, abonnieren und teilen nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.